Damit hallo und herzlichst willkommen zurück bei Velaya. Und je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, werdet ihr wahrscheinlich ähnlich schwitzen wie ich. Es ist August und es ist sowas von heiß. Deshalb Prost. Man soll ja viel trinken im Sommer und genau das mache ich auch. So, wir haben in der letzten Folge das Goblin-Problem im Xardas seinem alten Turm gelöst. Ich gucke jetzt mal, ob die Goblins immer noch hier sind oder ob die jetzt tatsächlich Wort gehalten haben und abgezogen sind. Ein letzter Blick auf den schönen Sonnenaufgang und jetzt wird Zeit. Die Goblins sind immer noch da. Die Frage ist, greifen die mich jetzt an? Ich will mich halt auf jeden Fall da hinten umgucken. Ihr greift mich an, oder? Ich sollte vielleicht erstmal noch nicht meine Waffe ziehen. Vielleicht tun sie es ja doch nicht. Und zu Innos muss ich auch noch beten. Ja, jetzt, ich höre schon, dass die... Oh shit, die kommen alle auf einmal, oder? Ich glaube aber, dass sie angreifen. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Das Problem ist nur, mit den normalen Goblins komme ich klar. Das einzige Problem ist hier der Goblin-Krieger. Greift er mich alleine an? Ich schau mal, ob ich es schaffe, den allein da rauszukriegen. Der greift mich jetzt an, oder? Nee, ich bin jetzt relativ früh weggelaufen, weil ich dachte, vielleicht kann ich ihn alleine ranholen. Oh, jetzt kommen aber einzelne hin. Die greifen mich diesmal auf jeden Fall an. So, jetzt schaue ich mal. Ja, der Goblin-Krieger kommt alleine. Jetzt greifen sie mich also tatsächlich an. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh Gott. Bitte stirb, bitte stirb, bitte lass mich... Autsch, mein Gott, macht der viel Schaden. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Die Goblins greifen mich also tatsächlich an. Eigentlich nicht. Moment, ich habe hier Lebensregeneration. Seht ihr das? Mein Leben regeneriert sich selbst. Konstantino, danke. Der geilste Trank, den ich je getrunken habe. Neben diesem Trank hier. Denn, falls ihr es vergessen habt, in der letzten Episode oder in ein paar Episoden davor habe ich von Konstantino einen Trank gekriegt. Und der hat mir gesagt, hey, trink den mal, den will ich mal testen. Und ich habe ihn getestet und es war offensichtlich ein Trank zur Lebensregeneration. Das heißt, ich habe jetzt Lebensregeneration, das ist ja saugeil. Ich liebe das. Mana-Regeneration und Lebensregeneration ist eines der geilsten Features, die ich in RPGs so kenne. Vor allem, weil ich so unglaublich geizig bin mit Heiltränken und mit irgendwelchen... Mit Fleisch und mit allem, was einen halt heilt. Damit geizt sich immer richtig rum. Lebensregeneration von alleine ist richtig geil. Und jetzt kann es hier richtig losgehen. Nichtsdestotrotz. Wisst ihr, was ich mache? Jemand im Forum, ich glaube, es war Tentar, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Geschicklichkeitslehrer gibt, nämlich Kord. Dafür muss ich aber erst meine Übungen... bei dieser kleinen Insel machen. Das bedeutet, ich latsche jetzt da mal hin, mache die Übungen, dann gehe ich zu Kord und ich hab nur 15 LP. Das wird nicht reichen. Ich habe 19 geschickt, zu wenig. Ich kann nochmal für 5 lernen, dann kriege ich plus 5 und wenn ich dann nochmal 10 investiere, also ich glaube insgesamt 10 kann ich lernen, dann habe ich keine LP mehr. Wenn ich 10 lernen kann, fehlen mir immer noch 9. Und wenn ich die beiden trinken würde, dann hätte ich genug für den... Wisst ihr was? Wenn mich meine Mathekenntnisse nicht im Stich lassen, habe ich einen Plan. Das ist jetzt aber sehr viel Laufarbeit, was nach wie vor nur für mich ein Problem ist. Ich laufe mal kurz zu der Insel und wir sind in einer Sekunde in der Insel. Und natürlich meinte ich nicht in der Insel, sondern auf der Insel. Selbstverständlich. Ich muss aber kurz pennen und dann muss ich meine Übung nochmal machen, weil ich glaube, es hieß... Bis Sonnenaufgang schlafen, es ist Zeit für meine Übung. Ich glaube, es wurde gesagt, 3 bis 4 Mal insgesamt muss ich diese Übungen machen und dann kann ich mit Kord reden und dann ist er mein neuer Geschicklichkeitslehrer. Hoffentlich, denn wenn das der Fall ist, werde ich in der Folge endlich hier befähigt sein, diesen arabischen Degen zu tragen. Was kostet eigentlich der arabische Bogen? 59 Geschick zu wenig. Ja, gut, das ist mir nicht so, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der gerne mit dem Bogen spielt. Ich bin ehrlich gesagt mehr so der Nahkämpfer. Jetzt gebe ich Velaya hier mal kurz ein bisschen Zeit, um ihre Übungen zu machen und dann ihr kleines Bad zu nehmen. Und dann gucken wir mal, ob sich was geändert hat, ob ich vielleicht einen Tagebucheintrag kriege und ob wir dann zu Kord gehen können. Und ich glaube, wir sind fertig. Schauen wir mal. Vielleicht tut sich jetzt was. Vielleicht heißt es jetzt irgendwie neuer Tagebucheintrag oder so. Mal gucken.
Training beenden. Ein neuer Tagebucheintrag, das Training. Jetzt schauen wir mal. Das Training. Diese Nummer mit den Übungen Wasserfall scheint mir zwar zu helfen, aber ich komme mir jedes Mal so nackt vor. Die kitaischen Mystiker scheinen alles Männer zu sein. Ich sollte nochmal zu Kord gehen und ihm um eine andere Variante bitten, meine Talente zu steigern. Sieht so aus, als würde Kord uns jetzt tatsächlich neue Geschicklichkeit beibringen. Dann wären wir jetzt sehr bald in der Lage, den arabischen Degen zu tragen und dann wird's Zeit, mal hier für ein bisschen Ärger zu sorgen. Ab dann, glaube ich, geht's richtig los. Dann habe ich eine richtig schöne Waffe. Lasst mich den nochmal kurz angucken. 120 Schaden und 9 Einhandbonus. Wenn ich das mal mit meinem alten Degen vergleiche, 40 Schaden. Okay, wir sind noch ein bisschen beschäftigt. Ab zu Kord und dann schauen wir mal, ob er unser neuer Geschicklichkeitslehrer wird. Und hallo, Kord. Das ist, glaube ich, Kallen. Ach ja, mit dem müsste ich mal losziehen und die ganzen Viecher hier platt machen. Das passt ganz gut, das könnte ich nämlich direkt machen. Genau, grüß dich, Kord. Wegen Dara, das Training funktioniert nicht. Deine Trainingsanweisungen sind zwar alle ganz toll, aber spätestens, wenn ich mich ausziehe, hängen in den Büschen keine Bären, sondern geifernde Männer. Genau. Oh, naja, verdenken kann man es ihnen nicht. Oh, danke. Bitte? Ich meine, diese Schweine, kein Anstand heutzutage mehr, völlig verlotterte Sitten, sowas von harmlos. Ich finde das so geil. Oh, ist das gut. Okay, was schlägst du denn jetzt vor? Und was schlägst du nun vor? Dann musst du wohl doch den konventionellen Weg gehen. Versuche bei jedem zu lernen, der dir etwas beibringen kann. Du zum Beispiel? Konzentriere dich auf Einhandkampf und die Entwicklung deiner Geschicklichkeit. Mach ich. Der Nachteil wird sein, dass du dann keinen eleganten, eigenen Stil entwickeln kannst. So wie ich zum Beispiel. Brauche ich nicht. Aber es reicht, um Leuten einen auf die 12 zu geben, wenn sie mich blöd anmachen? Dare zum Beispiel. Allemal. Sehr schön. Ich will noch besser werden. Ich will noch besser werden. Das ist die richtige Einstellung. Einhand oder Geschick? Geschick. Okay, Geschicklichkeit. Genau, jetzt kostet es nämlich noch 5 LP, denn ich habe, glaube ich, insgesamt 19 gelernt und jetzt... Mädel, du wirst besser und besser. Wenn du so weitermachst, kann ich dir bald nichts mehr beibringen. Okay, ich zahle immer noch Geschick plus 5. Dazu eine kurze Anekdote. Ich habe im Forum mal geschrieben, oder ich habe mich beziehungsweise mal am Anfang gewundert, dass Stärke, ein Stärke von Anfang an sofort 2 oder 3 LP kostet. Und jemand hat mir gesagt, dass es deswegen ist, weil in Velaya die Entwickler darauf abgezielt haben, dass man hier Geschicklichkeit lernen soll und nicht Stärke. Und dass es für eine Frau schwieriger ist, Muskelmasse aufzubauen. Es ist also möglich, dass ich hier jetzt sehr, sehr viel Geschicklichkeit für sehr, sehr wenig Lernpunkte lernen kann. Jetzt schaue ich mal. Perfekt, du bist gut. Ich würde es von nun an nicht mehr wagen, dich herauszufordern. Okay. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass du dir eine bessere Waffe zulegst. Frag mal Khaled. Er hat vor einiger Zeit ein ziemlich gutes Rapier erbeutet. Oh. Vielleicht verkauft er ihn dir. Ich zahle immer nur noch 5 LP. Und immer nur noch 5 LP. Das ist ja perfekt. Wir sehen uns. So, jetzt kann ich den schon anlegen. 4 Geschicklichkeit zu wenig. Nein! Ich weiß, ich könnte jetzt so einen Trank trinken. Ich frage jetzt aber mal kurz Khaled, wie es aussieht, weil der hat ja ein Quest für mich, das ich sehr gerne machen Hallo, würde. Khaled. Der wird wahrscheinlich mit mir losziehen und genau, Landpartie und wird mit mir ein paar Viecher hier den Schädel spalten. Kord schickt mich. Er sagte, du hättest ein Rapier auf Lager. Hey, nicht so laut. Was? Warum? Die Jungs lachen mich doch aus, wenn sie mich mit so einem Ding sehen. Frauenwaffe. Ach, daher weht der Wind. Also hast du ein Rapier? Kord schickt dich, sagst du? Gut. Vor einiger Zeit hat mir einer das Rapier hier angedreht. Aber? Scheint auch wertvoll zu sein. Aber? Mit diesem Fuchtelspieß kann ja kein Mensch kämpfen. Ich kann. Du kannst ihn haben. Cool, danke. Ich mache dir auch einen guten Preis. Bin froh, wenn ich das Ding los bin. Was willst du? Zeig mir deine Waffensammlung. Zeig mir deine Waffensammlung. Ich habe nur das Beste. Nichts unter 10 Kilo. Hoffentlich hast du was unter 10 Kilo. Außer diesem Edelzahnstocher. Ja. Mal sehen. Ja, ganz genau. Ich will den Edelzahnstocher. Was will er denn? Wo ist denn das Rapier? Hier, 100 Schaden. Ha! Ich würde mal sagen, wir sparen mal auf den arabischen Degen, oder? So. Wir sehen uns. Genau, mit dem ziehe ich jetzt gleich los auf Landpartie. Jetzt ist die Frage, wie viel brauche ich denn noch für ein Level-Up? Nur noch 800 EP. Ach, wisst ihr was? Zack. So, arabischer Degen.
Jawohl. Wie viel Einhand habe ich jetzt? 42. Ab wann wird man Meister? Ich weiß es nicht. 50, 60, 70 Prozent? Keine Ahnung. Okay, ich werde wahrscheinlich weiterhin auch auf Geschicklichkeit gehen. 39 geschickt noch zu wenig. Ach, die Stärketränke könnte ich dann eigentlich auch alles saufen. Ich habe eh nicht vor, viel in Stärke zu investieren. Ach, wisst ihr was? Zack, zack. Jetzt wird hier ein bisschen was gesoffen. So, den Geschicklichkeitstrank hebe ich mir aber nochmal noch auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit Khaled los. Ich habe jetzt richtig Bock Hallo, drauf. Khaled. Weil jetzt bin ich nämlich auch stark und bin jetzt keine... Ich könnte... Moment. Wir sehen uns. Sorry, mir fallen gerade so viele Sachen auf einmal ein. Aber... Grüß dich, Kurt. Wegen Dare. Wegen da. Ja? Ist da reif für die Prügel? Bin ich gut genug? Sag's mir. Mit der richtigen Waffe und einer guten Portion Glück schaffst du ihn. Du darfst nicht leichtsinnig sein, dann kannst du es packen. Okay. Vielen Dank. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite, Moment. Hey, Kleine, aber nicht einfach losschlagen. Mhm. Du weißt, das mag man unter Söldnern nicht. Mhm. Gib ihm einen Grund, dich anzugreifen. Schaff ich. Und dann versohl ihm ordentlich den Arsch. Mach ich. Meinen Segen hast du. Das Problem an der Sache ist, dass mich da mit einem gezielten Schlag wahrscheinlich immer noch auf die Bretter schickt. Das heißt, momentan noch nicht. Hallo Jarvis, hallo Torloff. Aber jetzt will ich mit Khaled losziehen. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich liebe es. Hallo Khaled. In Gothic mit Begleitern loszuziehen. Sag mal, du planst eine Landpartie? Ja, willst du mitkommen? Oh ja. Von Zeit zu Zeit laufe ich mal ein bisschen in der Gegend rum. Ein bisschen Fleisch besorgen, ein paar Felle abziehen. Und da drüben im Wald ist doch auch eine Krypta. Ich weiß. Ich dachte erst, die Alteingesessenen kennen den Ort und begraben da ihre Toten. Dann habe ich rumgefragt und festgestellt, dass niemand jemals dort war. Ich war dort. Nicht mal der alte Vasi. Ich war dort. Der hat mir auch erzählt, dass die Gegend verflucht sei. Mhm. Noch Interesse mitzukommen. Ja, logisch. Ich bin sowas von am Start. Sicher, so leicht kannst du mich nicht abschrecken. Sicher, so leicht kannst du mich nicht abschrecken. Komm, los geht's. Gut, gut. Vergiss aber nicht, dich ordentlich mit Heiltränken einzubringen. Ich habe genug. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, los geht's. Oh, ich kann's gar nicht erwarten. Wir können sofort loslegen. Wegen mir können wir los. Alles klar. Am besten gehen wir direkt zur Krypta. Alles klar. Folge mir. Mach ich. Los geht's. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, in Gothic mit Leuten loszuziehen. Vor allem jetzt mit meinem arabischen Degen kann ich ihm auch tatsächlich hier mal helfen. So. Mal abgespeichert. Das erinnert mich, dass ich immer noch diese blöde Rune finden muss. Jetzt machen wir uns ja sowieso auf den Weg in die Krypta. Vielleicht finde ich die Rune da ja. Hallo Horst, das unsichtbare Schaf. Wobei, ich war in der Krypta schon, da habe ich nichts gesehen und ich habe eigentlich um die Krypta rum auch schon alle Viecher platt... Nein, habe ich nicht. Da sind noch Goblin-Skelette. Und noch normale Skelette. Mal schauen, ob er die angreift. Ich könnte die Goblin-Skelette... Seht ihr sie da rechts? Ich könnte die Goblin-Skelette jetzt zu Khaled locken, aber... Ich glaube, die schaffe ich auch alleine. So, bitte Bleichen. Oh Gott. Sag mir jetzt nicht, dass du jetzt hier stecken geblieben bist. Na, ich versuche ihn mal irgendwie hier rauszudrücken. Ja, hat wunderbar funktioniert. So, der wird da aber schätze ich nicht runtergehen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass NPCs Probleme haben, da runterzugehen. Das Grab ist offen. Ich glaube, da ist uns jemand so vorgekommen. Hier wird wohl nichts mehr zu holen sein. Ja. Stimmt. Ich war schon mal da unten und da gibt's nichts als Staub und Gebeine. Cool. Du warst schon mal hier? Ha, das hättest du mir mal früher sagen können. Tja, was machen wir jetzt? Sag mal, hast du Lust, nach dieser Enttäuschung noch weiter mitzukommen? Ich wollte mal in Richtung Südosten das Tal runterlaufen. Wisst ihr, was ich ziemlich geil finde? Dass Velaya jetzt sogar gesagt hat, dass sie da unten schon mal war. Das heißt... Ich liebe das, wenn die Entwickler denken, Moment mal, vielleicht ist der Spieler vorher schon in die Krypta runtergegangen, dann bauen wir einen Dialog ein, dass Velaya sagt, hey, ich war da unten schon, da gab's nichts. Wobei, nix stimmt ja nicht, da war ja ein Grundstück. Ja, losgehen, auf geht's. So schnell lassen wir uns doch nicht entmutigen, ja. Oder? Kann losgehen. Bleib dicht hinter mir. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Laris hat es immer gesagt. Bleib dicht hinter mir. In Gothic 2. Oh, er geht links rum, das sind die Goblin-Skelette. Bitte stirb nicht, Khaled. Jetzt müssen wir nur mal aufpassen, wenn du... Moment, warte mal, wenn die alle auf einmal kommen, könnten wir... Moment, der läuft gar nicht in die in ihre Richtung. Wisst ihr was, ich mach die jetzt. Ich weiß, dass da hinten noch Skelette sind und ich will jetzt nicht zu viel auf einmal machen, aber... Oh, der stürmt ja an, ohne seine Bedrohungshaltung dazu machen. Jawoll, jetzt ist es soweit. Wir sind stark genug, um hier alles alleine platt zu machen. So, ich mach die...
Oh shit, jetzt kommen zwei auf einmal. Oh, verflucht. Khaled? Wir sind bereit. Wir machen jetzt alles platt. Ich hätte nur noch gerne eine bessere Rüstung, aber wie ihr seht, jetzt sind wir stark genug. Khaled, du wirst mir verzeihen, aber ich muss hin und wieder nochmal stehen bleiben. Und hier ein bisschen Zeug einsammeln. Ich brauche dich ja überhaupt nicht mehr. Dieser arabische Degen. Okay, hier sind jetzt aber... Oh, hier sind Skelette, Khaled. Jetzt musst du wirklich aufpassen. Weil du kannst nämlich Schaden kriegen, wie ich gerade gesehen habe. Du bist nicht unsterblich. Ich muss gucken, dass ich die hier alleine rauskrieg. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Der benutzt, glaube ich, die Sprache von Laris, kann das sein? Ich meine hier hin und wieder mal Laris rauszuhören. Die ganzen Äpfel kann ich mir jetzt natürlich auch gönnen, aber ich habe ja Lebensregeneration. Ha, wieso esse ich überhaupt noch was? So. Eigentlich könnte ich die Viecher natürlich alle auch später alleine machen. Ich will nur ein bisschen aufpassen, weil es könnte halt sein, dass Khaled auch in die Richtung läuft. Und dann muss er auf einmal gegen vier Skelette oder so auf einmal kämpfen. Das will ich nicht. Jetzt brauche ich... Halt, jetzt brauche ich deine Hilfe. Weil der schlägt, glaube ich, öfter zu. Ja, der schlägt öfter zu. Das ist relativ gefährlich. Komm schon, Khaled. Jawohl. Oh Gott, seht ihr, was ich meine? 300 EP. So. Ich weiß, ich könnte einfach warten, aber ich will mir jetzt mal gucken, wie viele Äpfel ergeben einen Stärke? 25 oder 50? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Bei den Dunkelpilzen bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, es sind 50 Dunkelpilze, sind 5 Mana. Ich weiß es nicht mehr. Okay, auf geht's. Komm, Khaled, wir haben noch ein bisschen was zu tun. 1, 2 Skelette. Die schafft er aber. Oh nee, das sind mehrere, glaube ich. Zusammen packen wir das locker. Jawoll. Das ist Teamwork. Komm, jetzt schlag zu, mach ihn alle. Jawoll. Das ist Teamwork. Das ist so der Moment, den man in Gothic erreichen kann. Jetzt hat man die Stärke, die nötige, um hier ein bisschen was zu reißen. Und dann macht's, dann ist so das Vorgeplänkel vorbei. So, zack, zack. Nach wie vor nehme ich trotzdem noch alle Pflänzchen mit, die es so gibt. Nicht verschwinden, Khaled. So. Das ist, glaube ich, die Goblin-Höhle da links von uns. Oder will er da jetzt reingehen? Da vorne ist ein Irrwisch. Ja, der will da reingehen. Ja, von mir aus gern. Ich habe Schlösser knacken, ich kann die Schlösser aufmachen, die da drin sind. Hallo, Goblins. Zack. Zack. Kein Problem mehr. Gar kein Problem. So, Khaled, du musst mir nur ein bisschen... Ja, okay, Khaled darf ruhig derweil ein bisschen machen. Ich kümmere mich derweil... Halt, ich will aber nicht, dass er stirbt. Ja, da kommen... Oh Gott, da kommen relativ viele. Ich helfe dir, Khaled, keine Sorge. Wobei, der überlebt es schon. Ich wollte nur kurz da... Oh, da war sogar ein Goblin-Krieger dabei. Ich wollte eigentlich nur gerade die Truhe da aufmachen. Ich bin doch kein Metzger. Aber ich schätze, wir sind hier eh gleich fertig. Halt, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Sorry. Wir sehen uns. Ich könnte das Quest sogar abbrechen. Ich habe gerade gesehen, dass ich sagen könnte, mir reicht's. So. Hi. So, da wären wir. Ich denke, das reicht für dieses Mal. Wenn du mal wieder eine geführte Tour durch den Wald machen willst, lass es mich wissen. Okay. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Na gut, dann war es das für den Moment. Hallo Stabkeule. Jetzt habe ich genug Geschicklichkeit, dass ich nicht jedes Mal wieder neu laden muss. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oh Gott. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Zack, zack, Degen, Gold. Geschicklichkeit, um Truhen aufzukriegen. Jetzt geht's richtig los hier. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Okay. Zack, zack, zack. Gold, Gold, Gold. Zuris, ich hoffe, deine Spruchrollen und deine ganzen Tränke... Halt! Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass Zuris sein Zeug bereithalten soll, weil ich ihm alles abkaufen werde. Aber ich muss ja noch bei Sagitta für 1300 Gold den Kronstöckel und den Trank holen. Das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Links, rechts, rechts, links, links, links. Okay. Zack, 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 her damit. So, was gibt's hier noch so? Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich hier auch gleich alles platt machen. Wobei Khaled geht mir gerade gefährlich nahe in die Richtung, genau. Der macht die jetzt nämlich platt. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, dass ich die relativ schnell hier fertig mache. Sonst kriege ich die EP nicht. Geh weg, ihr Licht. Geh weg. Geh weg. Halt, ich will dich. Halt dich, jetzt will ich dich noch töten. Ihr Licht, das sind so schwer zu treffen. So. Droppt immer noch nichts. Na gut. Wie im Gothic 2. Nein, Kalle, töte sie nicht. Das sind meine EP. Hm. Soll ich noch in Bogen investieren? Oh, Khaled, ist das dein Ernst? Soll ich noch in Bogen investieren? Weil zusammen mit dem arabischen Bogen wäre ich schon richtig stark, aber ich bin eigentlich nicht so ein Bogencharakter. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Da müsste ich noch relativ viel LP in Bogen investieren, dass der echt mal irgendwann nützlich wird. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall hier mal die komplette Runde drehen, weil jetzt bin ich stark genug und jetzt kann ich mich auch hier in der Gegend mal ein bisschen umgucken. Da, Feller eines Schattenläufers Bossbar wird sich freuen. Ah, so. Halle Truhe. Sehr schön, nicht verschlossen. Ein Dolch und 20 Gold, naja. Und die ganzen Goblins bei Xardas kann ich auch noch machen. Mein Gott, das sind so viele LP. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich drauf. Halt mal den Weidenbogen, den könnte ich vielleicht anziehen. Arabischer Bogen. Oh, der Weidenbogen ist sogar schlechter als mein jetziger. 39 Geschicklichkeit. Ja, das wird mich noch ein paar LP kosten. Okay, nichtsdestotrotz haben wir hier noch jede Menge zu tun. Hier liegt doch, glaube ich, irgendwo noch eine Goblinbeere. Irgendwo hier am Rand. Auf jeden Fall gucke ich mich jetzt hier nochmal um. Haben wir eigentlich was stehen lassen? Skelette oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich jetzt hier mal diesen ganzen Waldabschnitt hier alles komplett platt machen. Ich höre doch noch ein Viech. Hört ihr das nicht? Ich höre doch hier noch irgendwo ein Viech. Nee, jetzt nicht mehr. Vielleicht fange ich auch schon an, irgendwelche Sachen zu hören. Naja, wie auch immer. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Ach, ich muss noch nach der Goblinbeere suchen, die hier irgendwo am Rand versteckt ist. Zumindest war im originalen Gothic hier irgendwo eine Goblinbeere. Mal schauen. Da ist auch... Aha, Goblinbeere, da ist sie doch. Es ist auch noch irgendwie ein Problem, weil hier nicht sehr weit von mir entfernt ein Schattenläufer, glaube ich, noch auf dem Boden liegt. Ich meine, ich mache zwar relativ viel Schaden jetzt, aber nichtsdestotrotz, wenn mir so ein Schattenläufer ins Gesicht springt, dann... Ja. Dann war es das wahrscheinlich für mich. Ich glaube, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, also geh mal weiter in diese Richtung und lauf mal hier ein bisschen zickzack, dass ich hier so wenig wie möglich Pflanzen übersehe. Und dann gucke ich mal, aber ich denke, ich werde jetzt in ein paar Sekunden auf den Schattenläufer treffen. Ich freue mich nicht drauf, aber es wird sich nicht vermeiden lassen. Aber ich denke, das kann ich mal kurz ein bisschen beschleunigen. Ich suche hier nur noch nach ein paar Pflanzen, die hier liegen geblieben sind. Ich glaube jetzt auch schon, dass ich relativ nah an dem Schattenläufer dran bin. Da muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Da, ja, da vorne liegt er. Seht ihr ihn? Nee. Ich meine, ich habe auch Spruchrollen, aber... Nee. Könnte ich noch irgendwas machen, bevor ich gehe? Weil auf Söldner... Ach, Moment, auf Onas Hof, ich könnte noch mal... Könntest du jetzt mal sterben? Danke. Ich könnte noch ein paar Quests, glaube ich, abgeben. Lasst mich mal schnell reinschauen. Magisches Erz für Harad, Werkzeug und Pfeil, Schiffbrüche, Kadefazil, nee, das brauche ich nicht. Steinmetz, blöder Blick. Irgendwas hatte ich hier noch zu tun. Quacksalberein, der verlorene Ring. Was war denn das? Händler Hakon hat seinen Ring verloren. Muss irgendwo zwischen Taverne und Brücke. Ach ja, das ist wahrscheinlich... Okay, ich glaube, ich weiß, wo das ist.
Der Alte war außer sich vor Glück. Gute Nachricht. Okay, ich muss noch zu Balthasar und mit ihm reden. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere Dari jetzt mal. Ich denke, ich sollte in der Lage sein, ihn zu schaffen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht treffen lasse. Und dann denke ich, ist es möglich. Ich werde ihn provozieren und ihm dann aufs Maul hauen. Sagt Hallo zu Dar. Hallo Dar. Los geht's. Da ist er. So, ich will eine Revanche, es wäre ein Kinderspiel. Erstmal beklauen wir ihn. Lederbeutel und jetzt, ich will eine Revanche. Ich will eine Revanche. Ich will dir auch mal auf die Fresse geben. Mhm. Oder kannst du nur wehrlose Frauen schlagen, Schlappschwanz? Keine Chance, Schlampe. Ich kenne die Regeln. Versuch mal mit einem Baum zu reden. Der wird sich leichter provozieren lassen. Und jetzt hau ab. Boah, so leicht kommst du mir nicht davon. Bringt es Moment, ich kann wahrscheinlich... Ich will eine Revanche. Okay, das ist der gleiche Dialog. Immer schön die Augen offen halten. So, schauen wir mal. Was sagt denn der das Questlog? Nieder mit da. Ich hatte es mir eigentlich anders vorgestellt. Da sollte wohl platzen, wenn er einen Freund verspottet. Stattdessen hat er mich abblitzen lassen. Ob die anderen Söldner mir einen Rat geben können? Ich denke, ich frage mal rum. Hey, Seebär. Hallo, Torloff. Wie fange ich ein Duell an? Wie kann ich es anfangen, dass ich von jemandem zum Duell herausgefordert werde? Na, wie üblich. Derjenige sollte sich über etwas furchtbar aufregen. Hm. Und wenn er dann zur Waffe greift, hast du dein Duell. Hm. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Mach's gut. Ich denke, ich werde wahrscheinlich mit ein paar anderen Leuten mal reden müssen. Vielleicht kann Thekla mir ja helfen. Hi, Thekla. Hallo, Thekla. Na, pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Da geht wohl nichts. Bennett, Hodges, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die mir helfen. Hallo, Bennett. Dieser verfluchte Idiot. Es wäre gewagt, das könnte ich vielleicht jetzt schaffen. Wie kann ich ein Duell anfangen, ohne dass ich von den anderen Söldnern angegriffen werde? Du willst was? Ein Duell anfangen? Da willst du dich an Dar rächen. Stimmt's, Kleine? Möglich. Du bist ein Blitzmerker, Schmied. Ja, ganz. Bei deinen lächerlichen Spielchen werde ich dich nicht unterstützen. Mhm. Wie ich schon sagte, die Welt ist hart. Ja, ich dachte mir schon, dass der mir nicht hilft. Aber... Mach's gut. Ich probiere mal was. Habe ich genug Geschicklichkeit, um gewagt zu schaffen? Wahrscheinlich nicht. Oh, doch, habe ich. Mach's gut. Das ist sehr cool. Dann kann ich jetzt auch die gewagt Leute beklauen. So, wie locke ich da aus der Reserve? Wie kann ich da aus der Reserve locken? Der Typ ist zu blöd, sich beleidigen zu lassen. Also ich an deiner Stelle würde ihm einfach das Rauchkraut klauen. Oh. Ich vermute, schneller kann man einen Zweikampf mit Dar nicht bekommen. Oh, gute Natürlich, Idee. Natürlich, das ist es. Ja. Warum habe ich nicht solche guten Einfälle? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Weil du... Psst. Das will ich gar nicht wissen. Ich will es nicht hören. Unter welchem Stein hat Dar denn sein Kraut versteckt? Keine Ahnung. Sicher nicht dort, wo jeder rankommt. Also zum Beispiel in der Natur. Irgendwo, wo er sicher weiß, dass dort selten jemand hinkommt. Aber auf jeden Fall hier in der Nähe. Danke, Hodge. Das bringt mich weiter. Keine Ursache. Ich weiß... Wir sehen uns. ...dass man mal ein Paket Sumpfkraut mit da gab es mal ein Quest in Gothic 2. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es hier irgendwo eine Truhe gab. Vielleicht eine Truhe im Haus. Vielleicht muss ich bei ihm einen Schlüssel klauen. Hey, Arschloch. Immer schön die Augen offen halten. Immer schön die Augen offen halten. Gut, ich kann ihm nichts klauen. Wo könnte der das Zeug denn versteckt haben? Jetzt will ich auf jeden Fall erstmal gucken, ob ich hier ein paar Leute beklauen kann. Hallo, Elena. Hallo, Elena. Dich habe ich schon beklaut, glaube ich, ja. Bis bald. Und tschüss. Jetzt kann es endlich mal... Jetzt wird endlich mal geklaut. Jetzt wird... hier fressen poliert mit der Waffe, jetzt geht's richtig los. Aber wir sind mal wieder auf Onas Hof, stehen an der gleichen Stelle wie schon vor 3, 4, 5 Episoden auch und schon 20 Mal davor. Und wir werden die Episode hier kurz beenden. Jetzt kann es endlich mal losgehen, ich freue mich. Ich denke, das Dark Quest werde ich noch fertig machen, dann rede ich noch mit Balthasar, dann sind zumindest die Quests schon mal fertig. Dann... bin ich eigentlich stark genug, um hier mal ein bisschen übers Land zu ziehen. Ich werde in die Richtung gehen, zu Dexter, seinem alten Turm hochgehen, mich da mit den Minecraftern und mit den Skeletten anlegen und mir da liegt auch noch ein bisschen Erz rum. Dann habe ich genug Erz, um für Harad die ganzen Quests zu machen. Jetzt habe ich endlich ein bisschen was zu tun. Vielleicht kann ich mich, mit Orks lege ich mich wahrscheinlich mal noch nicht an, aber... Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Es geht voran. An der Stelle, wie gesagt, Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.